Liebe YouTube-Zuschauer, auf dem YouTube-Channel kann auch live ist euer Wurzelton. Vom Funkhaus Sende Zentralturm Hühnerberg Memmingen live. Heute habe ich mich sehr schwer getan, ein Liedlein über ein kleines Drum zu schreiben. Es geht nur eben den Kugelschreiber. Habe ich ein Liedlein gemacht, das war noch schwieriger wie das Badenhosenlied. Es mag zwar vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich habe mir wirklich auch sehr viel Mühe gegeben, um dieses Lied über den Kugelschreiber zu ein Liedlein zu machen. Und das habe ich gleich in 4 Strophen verfasst, obwohl ich dort auch jetzt stundenlang an dem Lied dran gesessen bin. Nun, ich habe mir da echt Mühe gegeben. Nun, wenn ein Daumen nach unten gehen sollte, dann soll er doch mal so ein schwieriges Lied doch mal selber schreiben und die Noten draufsetzen und das so mal selber ausprobieren, ob er das dann besser kann wie ich oder auch Gitarre spielen kann dabei. Ich finde das nicht einfach, ein Lied zu schreiben, liebe Leute. Man kann halt über jeden Gegenstand ein Lied schreiben, über jede Situation ein Lied schreiben. Es ist nur, wie verfasse ich das und wie setze ich die Noten drauf. Fakt ist doch, Gitarre muss man können, singen muss man können und wenn man es nicht gut kann, ich meine, es wird immerhin einen besseren geben, aber es ist ja nicht ausschlaggebend. Ne? Wichtig ist doch bei der Prozedur, dass ich jetzt für Sie und nur für Sie dieses Lied extra für Sie geschrieben habe und mir so viel Mühe gegeben habe und das auch noch geprobt habe. Auch noch. Und dennoch ist es sau schwierig zu greifen, weil das ein schnelles Lied ist. Ne? Auf den Kugelschreiber drauf gedrückt, ein Text mit dem Kugelschreiber in einem Stück. So ein Kugelschreiber ist schon praktisch, jeder Schmarrn und Sinnvolles wird auf einen Zettel geschrieben, auf den Küchentisch. Zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, auf den Kugelschreiber drauf gedrückt. Ein Text mit dem Kugelschreiber in einem Stück. Erst denken, dann schreiben, nicht schreiben, dann denken, weil mit einem Kugelschreiber kann man die Fehler nicht ausbessern. Zick, zack, zick, zack, auf den Kugelschreiber drauf gedrückt. Ein Text mit dem Kugelschreiber in einem Stück. Das Lied vom Kugelschreiber, von mir geschrieben auf ein Blatt Papier, das ist das Denken, das ist das Denken gefordert, in so einem Sinn. Zick, zack, zick, zack, zick, zack, zick, zack, auf den Kugelschreiber drauf gedrückt, ein Text mit dem Kugelschreiber in einem Stück. Irgendwann geht so ein Kugelschreiber kaputt, so wie man dann einen neuen Kugelschreiber dann im Laden kauft, so wie man von einem Kugelschreiber das Beste erhofft. Den Kugelschreiber drauf gedrückt, ein Text mit dem Kugelschreiber in einem Stück. Zick, zack, 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 zick, 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 zack, zack, zick, 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 zack. So, das war der Kugelschreiber-Song. Übrigens habe ich dieses Lied, Kugelschreiber, mit diesem Kugelschreiber, dieses Lied auf einem Blatt Papier nach sage und schreibe 4 Stunden erst drauf bekommen. So hat mein Gehirn geraucht und nun ist es vollendet, mein Werk. Sehen Sie, manchmal braucht vieles Zeit. Es geht nicht immer alles sofort und da braucht es Zeit und Muße. So ein Video entsteht nicht immer gleich sofort. Und genau.
Und dennoch habe ich auch sehr länger dazu gebraucht. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder mal, das war wieder euer Wurzeltommy. Vom Hühnerberg Funkhaus sendet Zentralturm Memmingen Hühnerberg live, euer Wurzeltommy. Machen Sie es gut, beenden Sie mich bald wieder, bis zum nächsten Video. Vielleicht wieder mit einem nächsten Liedlein. Mal sehen, was mein Köpflein wieder mal dann auch so hergibt. Habe ich mal wieder was, es könnte auch mal dauern, dann müsst ihr Geduld haben. Mein Hirn ist kein Superhirn. Außerdem kann ich nicht immer Lieder schreiben, da könnte man manisch werden. Und dennoch versuche ich immer auch was anderes im Leben zu tun. So, ich erzähle so viel, aber jetzt mache ich dann Schluss. Also, beehren Sie mich bald wieder. Ciao, ciao. Ah, nächstes Mal schreibe ich den Radiergummi-Song. Genau. Nee, das tue ich lieber nicht.